Willkommen zurück zum Let's Play Together Minecraft. Und der Partner ist nicht mein Zombie, sondern immer noch Run 1857. Ja. Ach, blöder Zombie. Jo. So, wir waren letztes Mal ja dabei, hier weiter zu basteln an diesem Haus und dem Terraforming und allem möglichen. Und dafür muss jetzt erstmal dieser Baum hier weichen. Haben allerdings festgestellt, dass wir kein Feuerzeug mehr hier haben. Und dieser Regen nervt ohne Ende. Ich muss jetzt die ganze Zeit gegen den Regen anschreien. Ja, genau. Uiuiui. Wasser mit Kohlensäure in den Aufnahmepausen zu trinken, ist keine gute Idee. Au. Au. Jetzt muss was kriegen. Blöder Zombie, stirb. Nein! Oh. Ich eigentlich noch. Ja, okay, ich hab eine Eisenrüstung an. Da ist noch ein Zombie. Das ist schön. Stirb, du blöder Zombie. Oh oh, da ist eine Spinne, da ist ein Zombie, da ist noch ein Zombie. Spinnenseite. Okay, als erstes mal. Erstmal im Weg stehen. So, auf diese Ebene. Yep. Oh oh. Da, Monsterhorde. Lol. Auf die Schnauze. Oh oh. Noch nicht. Oh oh. Creepy. Lauf. Mini-Zombie in Goldrüstung. What the fuck? I remember this. Ah, das gute alte neue Update. Was ist denn? So. Ich hasse Creeper. Ah, Zombie! Ich glaube, die Zombies halten wieder weniger aus, oder? Schwert. Ich habe ein Eisenschwert. Aber ich glaube, früher ging das nicht so schnell. Ich glaube, die Zombies wurden wieder genervt. Baby-Zombie. Stopp, der ist nicht der Baby-Zombie. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Sag mal, spielen wir auf Hardcore oder was? Nee, aber ich hab's gelesen. Desto länger du in einem Gebiet bleibst, desto schwieriger wird's da irgendwie. Okay, das gefällt mir nicht. Dass du quasi die Schwierigkeit gar nicht selbst einstellen kannst und ab und zu wirklich wandern musst. Okay, ich glaube, ich werde nach dieser Folge mal wieder die Schwierigkeit im Server runterstellen. Was ist das denn da? Was? Lady. Der da oben auf dem Berg steht irgendwas. Boah. Oh mein Gott, da war ein Villager-Zombie. Das sind neue Maps. Danke für die Pfeile. Die Bones will ich auch. Nein, das ist nur ein Zombie in Goldrüstung. Oh mein Gott, das ist ein Skelett in Goldrüstung. Das ist böse. Ein Scheich! Tötet es! Ich glaube, es war Thaddäus. Ich glaube, du hast gerade Thaddäus getötet. Nein! Das sah aber aus wie ein angeschlagener Piccolo von Dragon Ball. Oh. Gut, so, Flashback und rein mit den Pfeilen. Du kannst verrottetes Essen essen. Hammer. Keine gute Idee. Nee. Muss nicht sein. Hat so ein bisschen was von Mittagessen bei mir. Ja. Und, oh, da. Ja, ich habe neulich mal wieder ernsthaft geschafft, mein Mittagessen anbrennen zu lassen. Oh ja. Mal wieder schön den Herd angemacht, an den Rechner gesetzt und dann
Ja, so ein paar Videos auf YouTube geguckt und irgendwann dann so gedacht, wollte ich nicht eigentlich was essen? Oh, scheiße. Ja, danach war der Topf etwa so nur noch Hälfte so groß. Der Rest war richtig schön und festgepappt. Oh Mann. Also, es hat immer noch geschmeckt. Es sah allerdings relativ komisch aus. Es schmeckt, wenn man es noch essen darf, bevor man hochgeht, ist noch alles hilft. Ja. Oh mein Gott, mein Haus ist schon eingeschissen oder nicht? Das ist ja. Ich hab ja die Hose, sag ich immer. Oh, diese Zombies machen mich noch wahnsinnig. Ja. Aber immerhin kann ich damit jetzt ein bisschen aufleveln. Ich bin auch schon Level 5. 17. Was sagst du, ich darf vielleicht einen Creeper schicken? Oder noch eins. Und Level 18, da kommt ein Zombie auf dich zu. Was? Du kommst wieder dran, Junge. Oh. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie breit ich das Haus da vorne gemacht habe. Das ist ein bisschen zu weit. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie weit der hier ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke. Das heißt, da hinten muss noch ein bisschen was ran. Oh Gott, Mutter, werde ich ganz verfasst. Das sind noch wesentlich weniger als 17. Das heißt, wir dürfen bald hier nochmal einen kleinen Waldbrand anzetteln. Was heißt denn nochmal? Haben wir noch gar nicht mit dem Feuerzeug? Doch, wir haben vorhin in einem von den vorherigen Folgen schon mal einen Waldbrand angezettelt. Ja, haben wir das aber auch schon wieder noch einmal 3 Monate her. Ja, allerdings erst ungefähr 4 Folgen. Ja, Hammer. Wir haben uns über die Sommerferien richtig schön hier den Larry gemacht. Du hast ja fast die ganzen Ferien dabei, dein Fahrrad zu bauen, Lutscher. Ja, okay. Du, also die Hälfte der Ferien hast du darauf gewartet, dass die Teile kommen. Yep. War eine nette Aktion. Ich sage euch, bestellt niemals Sachen bei DPD. Niemals. Ja. Also erstens mal, obwohl bei DPD war es eigentlich gar nicht so schlimm. Es war halt nur ein Tag Lieferzeit länger als gedacht. Und... Hey, lass den Scheiß! Ich pack dich gleich Spawn Protection, Alter. Und ja, es hat einen Tag länger gedauert an Lieferzeit. Und auch die Teile wurden erst nach zwei Wochen losgeschickt. Also nach 2 Wochen, nachdem ich sie bestellt hatte. Das heißt, ich habe dann erstmal so richtig schön ein paar Wochen nichts tut in der Gegend rumgesessen. Also so wie die ganzen anderen Sommerferien auch. Und ja, dann habe ich eben einfach mal doch in der Gegend rumgesessen. Dann hat es nochmal eine Woche gedauert, bis wir die Federgabel vorne eingebaut hatten. Denn, ich kann dazu erzählen, ich habe das Fahrrad wirklich komplett zu Schrott gefahren. Ich habe das Fahrrad mal auf ein Auto hinten drauf gesetzt und es war nicht meine Schuld, muss ich dazu sagen. Und ja, das hat die Federgabel nicht so mitgemacht. Das heißt, das Fahrrad stand vier Jahre lang in der Garage, da das Fahrrad danach wirklich komplett Schrott war und ich ein neues bekommen habe. Und dann habe ich jetzt diese Sommerferien mal beschlossen, das wieder fit zu machen. Mittlerweile fährt es auch wieder und das auch einigermaßen gut. Also die erste Testfahrt ist auch dann auch ordentlich in die Hose gegangen. Aber trotzdem, es ging einigermaßen. Hat etwa 7 Wochen gedauert, das Fahrrad zusammenzusetzen. Aber jetzt fährt es auch vernünftig. Aua.
Ruhe, du hast da Holz übersehen. Oh. Nicht wo. So. Moment, da bitte. Da, da. Ich übersehe niemals irgendetwas. Es ist garantiert gespawnt, nachdem ich runter oder nachdem ich schon wieder runter war. Das erinnert mich an gestern. Was war gestern? Was habe ich jetzt wieder verpasst? Hast du auch jede Menge knallharte Infanterie übersehen. Ja, okay. Die sind nach mir gespawnt, Mama. Ja, klar. Da waren wir richtig dick am Borderlands suchten. Ja, und sogar dick endlich eine Pearl bekommen auf 500 Spielstunden oder so. Genau. Ich glaube, meine Steam-Bibliothek hat nach 154 Stunden Borderlands aufgehört zu zählen. Wir sind seit etwa 3 Wochen dabei, also mindestens 3 Wochen dabei, Persons zu droppen und looten immer wieder das Secret Armory of General Knox. Einen haben wir sogar schon bekommen. Was zwar nicht die effizienteste Methode ist, aber deutlich die einfachste. Statt immer wieder Chromorex zu töten oder ähnliches. Ja, das haben wir auch schon geschafft. Das haben wir mehrmals gemacht. Und dabei auch jede Menge Scheiße bekommen. Aber erstmal direkt fast eine Stunde gebraucht. Ja. Mittlerweile, also hinterher ging es dann so locker in 20 Minuten weg. Aber sogar schon 10 manchmal. Ja. Also, das Secret Armory of General Knox zu looten ist relativ einfach. Nur der Weg dahin ist eben ziemlich lang und man muss jedes Mal wieder General Knox töten, um dahin zu kommen. Deshalb dauert das immer so eine halbe Stunde, einmal da durchzurennen. Aber es ist deutlich einfacher, da einfach die... Ja, toll, Hammer. Ich schaue, ist nach einem Schlag kaputt gegangen. Es ist deutlich einfacher, da die Kisten zu looten, als jedes Mal alles zu töten. Und ich habe mittlerweile irgendwie 43 verschiedene Legendary Weapons. Und wir haben nur eine einzige Percent gedroppt. Selbst mit Unterstützung von einem Jäger mit Plünderer Class Mod. Oh ja. Was die Drop Rate erhöht. Beziehungsweise die Drop Rate für Rare Loot. Das ist echt phänomenal teilweise. Yep. So, wie viele Blöcke sind das mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Block ist hier. 17 Block ist hier, genau. 17 Block ist hier, ey. So. Okay. Das Fundament ist schon fast fertig, würde ich sagen. Oh ja, das ist nice. Hey. Okay. Meine Bäumchen sind wieder fertig. So. Ich bin dafür, dass man auch Erfahrungspunkte fürs Abbauen von Sachen bekommt. Dann haben wir fürs Terraforming allein schon Level 100. Oh ja. Und fürs Schaufel kaputt machen kriegt man auch noch Erfahrungspunkte. Und Erz kaputt machen. Oh ja. Das ist gleich alles kaputt und leer und alle und was auch immer. Ja, toll. Hier geht's nochmal runter in eine riesenfette Schlucht. Wo ist hier? Hier hinten bei mir. Oh, ich hab mich eingesperrt, Hammer nice. Mega mäßig. Ja. So. Ja, okay. Das mit dem, es neigt sich dem Ende zu aus Folge 113 oder so, stimmt anscheinend wohl doch noch nicht so ganz. Dauert doch noch etwa 6 Jahre, bis das Ding hier fertig ist.
Erde gesammelt, jetzt geht weiter. Bin du denn? Hier. Da. Hier. Wo ist denn da? Wo ist denn hier? Hier, andere Richtung. Da sind Skelette. Hier ist dunkel. Guten Tag, Mr. Skelett. Oh ja. So. Deine Feinde gehören. Schmetter ist nieder. Klar. Die fliegt dick auf die Schnurz. Nein, schießen. Nein, nein. Du Hammel. Ach verdammt, vorhin habe ich schon wieder auf den Timer geguckt, dachte, oh, noch 20 Sekunden, das geht ja noch. Mittlerweile sind wir schon wieder eine Minute drüber. Das heißt, wir bedanken uns mal wieder fürs Zusehen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo.